ersten Folge starten wir natürlich mit dem Buchstaben A. A steht für mich für Anködern. Anködern ist für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil man da doch sehr, sehr viele kleine Fehler machen kann, die am Ende ausschlaggebend über Fangen oder Nichtfangen entscheiden. Fangen wir erstmal mit dem klassischen Jigkopf an. Hier bei mir am Main oder egal auf Zander oder Barsch ist es immer sehr, sehr wichtig, dass man sich den richtigen Jigkopf für den richtigen Köder auswählt. In dem Falle gibt es so kleine Faustregeln, wo man eigentlich sagt, 10 cm Köder macht man mit einem 3-0er Haken eigentlich nichts falsch. Doch, wenn man diesen aufzieht, kann man sehr, sehr viele Fehler machen. Man kann den beispielsweise zu weit aufziehen, das heißt, der Köder, das mache ich mal gerade mal vor, wenn man ihn vorne einpiekst und zieht ihn zu weit auf, dann ist dieser dann quasi etwas gestaucht, er läuft nicht wirklich sauber. Teilweise, wenn der Köder zu weit hochrutscht, da er so gestaucht ist, gibt es Fehlbisse, weil der Haken nicht haken kann. Und das wollen wir jetzt vermeiden. Jetzt zeige ich euch, wie man das mal richtig anködert. Im Prinzip ist das Aufziehen eines Gummifisches relativ einfach. Man nimmt den Jigkopf, in dem Falle ist es ein 3-0er Jig-X von uns. Und ich habe jetzt hier einen 10er Gummifisch. Da kann man sich eigentlich als Faustregel einfach sagen, man hält quasi, ich mache es mal so vor, den Gummifisch und den Jigkopf an. Dann schaut man sich oben, wo der ungefähr rauskommen würde. Da kann man die Hakenspitze nehmen, diese oben mal kurz markieren. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, weil es einfach instinktiv bei mir ist. Und dann setzt man den Haken in der Mitte an, schaut, wo diese eingeritzte Stelle ist, die man sich oben ausgesucht hat oder markiert hat, und führt diesen und zieht den Gummifisch einfach auf und schaut, dass er genau die Hakenspitze an der markierten Stelle rauskommt. Und dann haben wir einen perfekt aufgezogenen Gummifisch. Hat man jetzt beispielsweise einen größeren Gummiköder, also in dem Fall habe ich jetzt einen 13er Slickshad, habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe der kleinen Linie treu und sage halt, mein Köder soll sehr, sehr viel Spiel haben und setze meinen Haken, was für einen optimalen Spiel eigentlich ausschlaggebend ist, in das vordere Drittel des Gummifisches. Somit ist der hintere Bereich offen und kann sich frei bewegen. Und da sagt man eigentlich, dass das ein natürlicher Köderspiel ist. Ich mache es dann noch sehr oft, dass ich teilweise einfach eine Nummer größer gehe und sage halt, wenn die Zander wirklich beißen, dann hauen die sich dann auch komplett weg, den Köder. Und da sind diese Köder eigentlich nicht zu groß und da braucht man eigentlich nicht zwingend einen Stinger. Betrifft jetzt aber natürlich die Uferangelei. Wenn ich jetzt vertikal angeln würde, würde ich dann wahrscheinlich auch darauf zurückgreifen, entweder einen 3-0er oder gar einen 2-0er Haken zu haben. Denn da ist mir dieser Spiel extremst wichtig. Und da ist es eigentlich so, dass ich den Haken aufziehe, in dem Fall einen 3-0er. Dieser kommt quasi im vorderen Drittel raus. Montiere dann aber aus Sicherheit noch einen Angstdrilling, der dann quasi das hintere Drittel oder die Hälfte quasi abdeckt. Und wenn der Zander schlägt, hakt der sich eigentlich im Idealfall immer am vorderen Drilling. Aber wenn die Zander mal wirklich ein bisschen zickig sind und nur hinten diese Schwänze attackieren, habe ich noch diesen Drilling, der mir eigentlich den Fisch oder den Biss noch quasi verwertet. Und der Köder hat noch genug Spiel und kann arbeiten und wäre somit perfekt. Bei der Hechteangelei hingegen haben wir viel mehr Möglichkeiten, unsere Köder zu montieren. Gängige Ködergrößen sind meistens 18 und 23 cm. Für mich ist 18 cm eigentlich das ganze Jahr eine Top-Größe, wo kleine als auch die großen Fische drauf beißen. Und wenn ich bei mir jetzt beispielsweise an meinem Vereinsgewässer fische, wo auch leicht Kraut oder so im Frühjahr ist, fische ich gerne bei diesen kleinen Größen mit einem einzelnen Jigkopf. Diesen Jigkopf, das ist in dem Falle ein 6-0er X-Strong, montiere ich meistens hinten noch einen Stinger, das ist ein 2er, und damit vermeide ich dann genauso diese Fehlbissquote, je nachdem, weil man muss sich hier vorstellen, der Köder wird oben geführt und der Fisch, der kommt von unten meinetwegen aus dem Kraut und attackiert den Köder von unten, nimmt ihn quer ins Maul und hakt sich. Wenn das Krautvorkommen geringer ist, montiere ich auch gerne den Stinger einfach unten an. Das heißt, ich habe quasi gewährleistet, dass der Fisch direkt unten den Stinger greift. Da liegt einfach das Stahl quasi drumherum um den Köder. Man kann theoretisch jetzt auch noch Pins nehmen
und könnte diese noch anmontieren, damit der Drilling hinten nicht so rumbaumelt, oder wie ich es gerne mache, piekse ich den einfach hinten rein. Eine dritte Option, einen Stinger zu montieren, wäre dann quasi vom Haken durch den Köder zu montieren. Aber das ist sehr aufwendig und das mache ich eigentlich sehr ungern, weil ich einfach nicht flexibel genug bin. Eine zweite Variante, wenn man wirklich sicher ist, dass unten nicht so viel Kraut ist, ist die Montage mit einer sogenannten Corkscrew. Also diese ist vorbepleit, wo die Drillinge unten sitzen. Da verwendet man keinen Einzelhaken. Das ist quasi ein Blei, in dem Fall ist es ein 10 Gramm Blei. Das fische ich gerne, wenn ich irgendwie so auf ja, knapp 1,5, 2 Meter Wassertiefe fische. Das ist quasi ja, eine Art Jigkopf, wo hinten eine Spirale eingearbeitet ist. Dieser wird quasi mittig in den Köder eingedreht. In dem Fall ist es jetzt auch ein 18er Brochet in einem schönen Rotaugendekor, sehr natürlich gehalten. Und da wird quasi der Stinger oder in dem Falle dieser Doppelstinger mit zwei Drillingen, mit zwei Sprengringen und einem Karabiner. Das ist der Karabiner, dient dazu, dass wenn der Fisch gehakt wird, einfach frei ist vom Köder und sich nicht aushebeln kann. Wenn man eine starre Verbindung hätte, kann sich der Fisch einfach aushebeln. Und da wird es auch wie im anderen Fall auch einfach unten die Drilling in den Köder gepiekst. Und dann ist das eine super Sache. Und wenn der Köder in der Wasseroberfläche sitzt, kommt der Fisch von unten und attackiert den Köder und hat sofort Halt und wir können den Fisch verwandeln. Eine dritte Variante, unsere großen Köder zu montieren, ist quasi, dass man sie komplett shallow fischt. Das heißt, wir haben unseren Köder, in dem Falle der neue Super Slick Shad. Wirklich ein super gelungener Köder, der mir sehr gut gefällt, auch schöne Dekore. Und den montieren wir einfach als Shallow-Version. Das heißt, wir brauchen einfach eine Corkscrew. Die wird, wie auch im anderen Falle, einfach mittig in den Köder vorne ins Maul eingesetzt. Dann wird der einfach mittig reingedreht in den Köder. Machen wir mal schnell. So, da haben wir diese mittig eingedreht in den Köder. Und da können wir dann quasi, wenn wir unseren Karabiner haben, den Karabiner hier vorne einhängen und hängen in diesen Karabiner, quasi, das habe ich jetzt schon mal vormontiert, mit dem Spike noch, unser Stinger-System ein. Das heißt, wir haben den Köder mit der Screw, ist einfach horizontal gestellt, vorne die Öse. Und darauf kommt dann mein Stinger-System, was ich benutze. Das ist einfach ein Sprengring, wie gesagt, ein einfacher Karabiner, dass wenn der sich Fisch hakt, das Ganze 360 Grad drehbar ist. Damit vermeidet man mehr oder weniger die Aussteigerquote. Danach kommt wieder ein Sprengring, wo der erste Drilling montiert ist und danach quasi der zweite Stinger. Diese montiert man einfach, wenn man Karabiner hat, vorne mit der Öse und dem kleinen Sprengring hängen die quasi so drinne im Karabiner. Dann werden ebenfalls dann unten die Drillinge in den Köder eingepiekst. Und je nachdem, wie tief man fischt, kann man entweder sich beispielsweise ein kleines Blei hier unten in den Körper setzen oder man setzt quasi noch ein Birnenblei mit in den Karabiner ein, was man vorne hat. Das zeige ich euch dann nochmal in der Nahaufnahme. Und das wäre eigentlich meine dritte Variante. Da ich aber oftmals sehr faul bin oder nicht so die Zeit habe, ehrlich zu sagen, nehme ich gerne jetzt bei diesen 23er Ködern einfach einen 18er Replicant in der Shallow-Variante und bediene mich quasi an diesem System, an dem Stinger-System. Die sind schon komplett fertig gerickt. Ich habe meine Spikes, die im Köder sind, mit dem Blei und auch ebenfalls mit diesem Wirbel 360 Grad drehbar. Ah, müssen wir das mal rausdrehen? Nicht so einfach. Da bediene ich mich meistens an diesen Systemen. Sie sind variabel einsetzbar und dienen für mich dann quasi hier im Slickshed genauso. Da kann ich die mir auch einen kleinen Moment. Immer das gleiche Spiel, vorne ins Maul, in die Öffnung. Drehen wir das ganze System rein. Schön mittig. So, wir sind nach vorne. Können wir mit dem Spike das Blei erstmal vorne rein. Den ersten Stinger, den zweiten Stinger, Spike noch rein. Und dann haben wir wirklich ein sehr schön getarntes Rig.
was erfolgreich Fische fängt.